Hallo und willkommen zum vierten Teil unseres Wiki-Tutorials. Hier wollen wir einmal ein Bild einfügen. Dazu gehen wir auf der linken Seite unter Werkzeuge auf den Link Datei hochladen. In diesem Bildschirm können wir sehen, dass wir ein Formular haben, um eine Datei hochzuladen, mit dem Button Datei auswählen und unten können wir eine Beschreibung dieser Datei hinzufügen. Hier habe ich einfach aus meinem Computer eine Datei ausgewählt, und zwar ein Bild, ein Daria-Logo, und klicke jetzt auf Datei hochladen. Hier können wir sehen, dass in tabellarischer Ansicht, also dass eine Tabelle angefertigt wurde. Wenn wir das Bild auf verschiedenen Seiten verlinken oder das Bild auf verschiedenen Seiten auftaucht oder dieses Bild vielleicht auch verändern, dann würde in dieser Tabelle immer ein Update stattfinden, so dass wir nachvollziehen können, was mit diesem Bild passiert ist. Jetzt, da wir das Bild auf unserem Wiki hochgeladen haben, können wir auf unsere Seite gehen und dort, wo wir das Bild haben möchten, setzen wir einfach, wie wir es schon gelernt haben, einen Link, einen internen Link, und zwar zu diesem Bild, das wir gerade hochgeladen haben. Das Einzige, was wir dazu machen müssen, zusätzlich, ist, diesen Link als Datei auszuweisen. Das heißt, nach den zwei eckigen Klammern auf schreiben wir zuerst Datei, Doppelpunkt, und dann den Namen unseres Bilds oder unserer Datei, die wir hochgeladen haben. Ganz wichtig dabei ist mit Endung, also am Ende in diesem Fall .jpg. Wir sehen hier, nachdem wir die Seite gespeichert haben, ist unser Bild auf der Seite zu sehen. Genau da, wo wir es haben wollten. Nun können wir das Bild aber auch als Thumbnail auf der rechten Seite anzeigen lassen. Dazu schreiben wir nach der Datei noch in den Klammern einen senkrechten Strich, dahinter Thumb. Und dahinter, wenn wir wollen, noch einen senkrechten Strich und dann in diesem Fall schreiben wir Daria hin. Das ist das, was unter dem Bild im Thumbnail steht. Wenn wir die Seite jetzt also speichern, können wir uns das ansehen. Und wir sehen hier auf der rechten Seite die Vorschau zum Bild. Und wenn wir draufklicken würden, hätten wir die Ansicht in größer. Noch ein kleiner Zusatz. Wir können das Ganze auch genauso machen wie bei internen Links. Und zwar ohne zuerst auf der Datei hochladen zu klicken. Einfach in der Seite, in der wir das Bild haben möchten, ein mit zwei eckigen Klammern auf, Datei, Doppelpunkt und einen Bilddateinamen hineinschreiben. Wenn wir das gemacht haben, werden wir eben auf diese Datei hochladen Seite dann geschickt, ja, nachdem wir auf den roten Link geklickt haben und können so auch eine Datei oder ein Bild hochladen. Das sage ich nur deswegen, weil bei manchen Wikis kann es vorkommen, wenn etwas nicht richtig eingestellt wurde oder sonst ein Problem besteht, dass eben diese Datei hochladen Seite nicht angezeigt wird, also dass dieser Link nicht da ist. Andererseits, und das war bei unserem Wiki erst eine Zeit lang so, dass wenn wir den Link erstellt haben und dann über den erstellten Link auf diese Hochladeseite kommen wollten, dass das nicht funktioniert hat. Aber das nur als Zusatz. Es sind beide Möglichkeiten da und man kann sich ja dann aussuchen, was einem mehr liegt. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.